Schwächert setzt ein Zeichen und hilft im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung den Opfern der Hochwasserkatastrophe in Bosnien. Herzlich willkommen an alle, die hier sind. Wir, Sie sind wichtig heute an diesem Abend. Der Bürgermeister hat eine Idee gehabt, einen sehr spontanen Einfall, sehr, sehr schnell so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Ist auch geglückt. Man muss den Initiatoren wirklich herzlich gratulieren dazu, dass sie das auf die Beine gestellt haben. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass auch sehr viel Spendengelder zusammenkommen. Ich finde, es ist eine ganz tolle Initiative, die hier von meinem Bürgermeister in Schwächert gestartet wurde. Und wir haben Gott sei Dank auch auf europäischer Ebene diesen Zusammenhalt. Wir haben aufgrund der vielen Hochwässer, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, dafür auch einen eigenen Fonds in Europa eingerichtet. Was ist der Grund deiner heutigen Anwesenheit? Ich will es unterstützen. Ja, das ist ein guter Zweck. Ich bin Musiker, ich habe das große Glück, mit meiner Liebe, mit meiner Passion helfen zu können. Da gibt es überhaupt keine Frage. Dankeschön, dass wir gemeinsam 1.000 Euro für Nachbarn in Not spenden. Und ich darf nun bitten, hier zur Box zu kommen. Wir haben natürlich diese Aktion mitgetragen, weil ich es sehr wichtig finde. Ich finde es auch privat sehr wichtig, habe auch eine Spende geleistet. Solche Dinge kann man eigentlich nur unterstützen, Menschen, denen es schlechter geht als uns selbst. Wir haben es auch in Österreich erlebt, was ein Hochwasser anrichten kann. Und das wünsche ich keinem. Und dieser Personenkreis, diese Betroffenen von dieser Katastrophe, die müssen einfach unterstützt werden. Denen muss man helfen und das auch gemeinsam. Hat jetzt mit der Schwäche der Tages- und Stadtpolitik nichts zu tun. Und ich bin der Meinung, dass da alle Fraktionen mithelfen müssen, völlig neutral. Für solche Sachen bin ich immer zu haben, also ich mache noch einige Sachen heuer noch. Und vor allem mache ich für die große Global Family Geschichte mache ich sehr viele Sachen, um Kindern eben zu helfen. Und das ist für mich ein Herzensanliegen, weil ich selber drei Enkel habe. Der Herr Notar wartet schon. Bitte eine Großspende der UMV. Ich denke, es ist ganz wichtig, gemeinsam hier zu helfen. Und es macht auch wieder ein Stück dankbarer für das, was man selbst hat, wie gut es einem hier geht. Ja. Wir unterstützen diese Aktion, da wir selbst sehr viele Dienstnehmer aus den betroffenen Regionen haben. Als wir von dieser Initiative der Stadt Schwächert erfahren haben, war es selbstverständlich, dass wir das unterstützen wollen. Musik verbindet weit über Grenzen. Musik ist immer die Verbindung. Also ich kenne nichts, was die Welt mehr verbindet, weil manchmal muss man nichts verstehen. Aber einfach die Musik fällt an, die inspiriert an, die gibt einem ein gutes Gefühl. Und das ist das einzige Weltverbindende, auch wenn es in der Sprache manchmal hapert. Ein Mitarbeiter von mir ist Bosnier und die haben noch Grundstücke unten, die selbst auch betroffen waren. Ich habe die Fotos gesehen, auch von Leuten, die geholfen haben. Ja, und das ist der logische Schritt, dass man natürlich auch hilft. Es freut mich sehr, dass die Stadtgemeinde Schwächert das Ganze organisiert hat und dass sie Bosnien und Region helfen. Die große Familie Schwächert zeigt Herz. Ich glaube, dass der Funke ins Publikum übergesprungen ist. Dass wir, wenn wir zusammenhalten, wir Schwächerterinnen und Schwächerter, wenn wir zusammenhalten, dann bringen wir was zusammen. Die Leute, die alles verloren haben, die müssen irgendwie wieder neu anfangen. Und da habe ich gesagt, ich bin sofort dabei. Und auch meine beiden Kolleginnen, die haben spontan zugesagt. Das finde ich ganz toll. Danke an alle Künstlerinnen und Künstler. Danke an die Wirtschaftstreibenden. Danke an die Schwächerterinnen und Schwächerter, die hier großartige Spenden leisten.